Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss. Mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen. Ich gehe heute auf einen Kaffee, aber nicht irgendwo hin, sondern gleich in eine Kaffeerösterei. Ich bin heute bei Oliver Götz von Alt-Wien Kaffee zu Gast, einer feinen Wiener Kaffeerösterei. Wir sitzen im Obergeschoss des schönen alten Verkaufslokals in der Wiener Schleifengasse. Das ist direkt neben dem Naschmarkt. Bis vor wenigen Jahren wurde hier der Kaffee geröstet. Das passiert mittlerweile in einer Rösterei am Stadtrand. Aber dazu werden wir später noch kommen. Lieber Oliver, es freut mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf und mit dir Kaffee trinken Servus. Darf. Servus, freue mich auch. Ja, und vor allem freue ich mich darauf, gemeinsam mit dir in die Welt vom Kaffee einzutauchen. Und die erste Frage, die alles entscheidende Frage ist, wie viel Tassen Kaffee trinkst du eigentlich jeden Tag? Es an Tassen zu messen ist schwer, weil ich jetzt nicht Kaffee trinke, wie jemand, der in ein Kaffeehaus geht und sich eine Tasse Kaffee bestellt. Sondern ein Teil meiner Aufgaben ist die ständige Qualitätskontrolle und auch das Sichten von neuen Kaffees. Das heißt, ich mache mir einen Kaffee einer Röstung, einer frischen Röstung und koste ihn und mache dann vielleicht einen oder zwei Schlucks. Nur das halt teilweise 20, 30 Mal. Und dann kommen neue Kaffees dazu, die muss man auch kosten. Vielleicht als Filterkaffee, vielleicht als Espresso. Und dann kommen natürlich die privaten Pläsiere dazu, also dass man auch gerne mal einen doppelten trinkt. Also in Tassen ist es schwer, aber es ist relativ viel Kaffee. Wahrscheinlich gemessen am Normalverbraucher sehr, sehr viel Kaffee. Das glaube ich auch. Vor allem, es ist ja nicht nur so, es ist vielleicht für unsere Zuhörer interessant, es ist ja beim Verkaufsraum auch gleich angeschlossen eine kleine Bar, wo man sich hinsetzen kann, wo man natürlich gleich einen Kaffee genießen kann. Und für alle, die heute hier viele Nebengeräusche hören, das dringt von unten herauf heute, wie die Leute ihren Kaffee verzehren und natürlich auch ein wenig dazu plaudern. Also bitte nicht wundern, dass es heute Nebengeräusche gibt. Die könnten wir natürlich nicht von ihrem Kaffee trennen, das wäre ja unmenschlich. Darum müssen wir leider diese Nebengeräusche erdulden. Genau, nein, ich glaube, das werden alle aushalten. Mich würde interessieren, Oliver, wie du eigentlich zum Kaffee gekommen bist. Du bist ja nicht seit sozusagen nach der Schulzeit direkt ins Kaffee-Business eingestiegen, sondern da hat es einen Umweg gegeben. Da hat es einen Umweg gegeben, das ist richtig. Aber so wie es die Sachlage ist, hat es bei jedem einen Umweg gegeben, weil Kaffee kein klassischer Lehrberuf ist. Also die wenigsten steigen direkt nach der Schule in den Kaffee ein. Daher ist es normal, dass man Quereinsteiger ist, aber das ist jetzt auch schon mehr als ein Jahrzehnt her. Also der Quereinsteiger ist auch nur mehr eine distante Erinnerung. Ich war vorher im Bereich Marketing und auch Immobilien tätig, was interessant ist, aber nicht so erfüllend. Und was mich immer gereizt hat, war ein gutes Produkt, ein frisches Produkt selbst zu produzieren und auch selbst zu verkaufen. Und das war auch der Grund, warum ich schon vor 12, 13 Jahren hier Kunde war und dann immer mehr hineingewachsen bin. Der Gründer, unser Röstervater, der Christian Schrödel, der das eben vor genau 20 Jahren gegründet hat hier in der Schleifmühlgasse, der war damals noch sehr stark involviert, auch im Rösten. Und mit dem habe ich mich damals sehr, sehr gut unterhalten und sehr oft. Und war dann halt immer mehr und immer öfter da, bis dann irgendwann der Christian gesagt hat, du bist so oft da, du kannst genauso gut auch arbeiten. Das ist sehr pointiert, aber es war wirklich so. Hat recht behalten. Hat dann gefragt, ob ich mich beteiligen will. Das habe ich damals getan. Und halt dann Schritt für Schritt begonnen mitzuarbeiten. Und in diesen 11 Jahren habe ich eigentlich alles gemacht. Jeden einzelnen Handgriff, der zum Kaffeeröster Handwerk dazugehört, gemacht. Also von eben Kaffee rösten, Kaffee kosten, Kaffee zubereiten, Leute bedienen, Kaffeepäckchen machen, die verschickt werden, zu Kunden gehen, deren Mühlen einstellen, deren Maschinen sich anschauen und alles dazwischen. Also es ist wirklich eine langsame Sache, die gewachsen ist, aber die jetzt eigentlich schon sehr lange Zeit mein Leben beherrscht. Und was sind heute deine Hauptaufgaben? Ich nehme an, ihr habt es euch ein bisschen aufgeteilt, natürlich, die Zuständigkeiten. Natürlich. Also wir haben ganz klare Zuständigkeiten und ich bin eben für Kaffee zuständig, also sprich
von der Rohware, vom Kosten, vom Schauen, was ist für uns geeignet, zum Rösten, also zum Entwickeln von Profilen, wie der Kaffee dann in weiterer Folge bei uns immer standardmäßig geröstet wird, bis zu den sogenannten Key Accounts, ein wunderbares Wort, ein wunderbares deutsches Wort, wo es einfach darum geht, dass wir viele Kunden in der Gastronomie haben, die natürlich viel mehr Kaffee machen als jetzt ein Privater, die andere Maschinen und Voraussetzungen haben, die man dann unterstützen muss, also wo man dann auch vor Ort gehen muss und Maschinen und Mühlen einstellen. Das sind eure Hauptabnehmer, oder? Ich würde es jetzt nicht so kategorisieren, dass die Gastronomie unser Hauptabnehmer ist. Es ist ein wichtiger Teil, aber genauso wichtig sind die Privatkunden. Und es sind halt, auf einen Gastronomiekunden kommen halt 100 Private. Man kann sich das dann so vorstellen, man hat halt dann, ich weiß nicht, einige 100 Gastronomen und einige 1000 Private. Und der eine ist so wichtig wie der andere, nur halt beim einen kann man durch die Verstellung, durch die Justierung einer Mühle sehr schnell sehr Gutes bewirken, während wenn man zu 1000 Privatkunden fahren müsste, wäre es ein bisschen schwierig. Und habt ihr spezielle Röstungen und spezielle Cafés für die Gastronomie oder kann jeder alles kriegen? Also es kann prinzipiell natürlich jeder alles kriegen, nur die Frage der Sinnhaftigkeit stellt sich, weil wir haben eben eine sehr breite Palette, weil Kaffee ist nicht nur das, sondern Kaffee kann von sehr, sehr trocken, sehr, sehr schokoladig, nussig bis doch relativ fruchtig gehen und alles dazwischen. Und die fruchtigen Sorten, die auch mehr Fruchtsäure haben, werden zum Beispiel in der Gastronomie gar nicht genommen, weil das dem normalen Kunden nicht schmeckt und also dem Großteil unserer Kunden nicht zusagt. Und dadurch macht es auch keinen Sinn für die Gastronomen, das zu verkaufen. Es hat sich ein Bio-Fairtrade Trend in den letzten Jahren sehr stark abgezeichnet, wie wir das ja ständig erleben. Ich vermeide tunlichst Wörter wegen Nachhaltigkeit, weil das halt gerade im Kaffeebereich, wo wir wissen, dass der Kaffee aus ganz anderen klimatischen Regionen in langer Reise hierher kommt und viele, viele Schritte notwendig sind, um ihn wirklich fertigzustellen. Gut, regional wird schwierig werden in dem Fall. Ja, aber trotz allem haben wir da halt was ganz was anderes und darum Bio-Fairtrade und eben direkt ist auch Verfolgbarkeit ein ist Teil der Nachhaltigkeit. Ein definitiver Trend und ist auch sehr wichtig für die Gastro. Also um die Frage abzuschließen, theoretisch könnte der Gastronom alles haben. Praktisch ist es aber so, dass man von Restaurant und Bar und Kaffeehausseite immer gern Cafés hat, die unter Anführungszeichen einfach sind, die man leicht zubereiten kann, die auch vielleicht Fehler vermeiden, verzeihen, nicht vermeiden. Ja, schön, ja, die Cafés. Die Fehler verzeihen, also die einen größeren Sweet Spot haben, wie wir sagen. Und da hat sich auch in den letzten Jahren ein leichter Trend zu robuster Mischungen gezeigt. Das ist halt das. Und wir haben halt natürlich für den Geschmack der breiten Masse, klingt so hart, aber es ist so. Naja, klar, wenn ihr für sagst, Geschmack, du willst viel abdecken, Kunden, musst du natürlich ein bisschen breiter werden. Ja. Und da sind wir ziemlich genau am Punkt. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum wir sehr gut und sehr schnell gewachsen sind und das Wachstum auch halten können, weil man mittlerweile nach 20 Jahren uns zutraut, dass das, was wir machen, den Leuten schmeckt. Ja, super. Und aus welchen Ländern bezieht ihr vorwiegend euren Kaffee? Also tatsächlich weltweit oder habt ihr so ein paar? Nein, tatsächlich weltweit. Also wir haben, wenn man sich's anschaut bei uns so, es wechselt immer zwischen 40 und 50 verschiedene Sorten. Das klingt jetzt enorm, nur man muss auch dazu sagen, da ist wirklich viel unterteilt. Also wir haben zum Beispiel sehr viele Bio-Fairtrade-Sorten, reinsortige, aber auch Mischungen. Wir haben einige fruchtige Filterkaffees, moderne. Da gibt es halt die Zitrusrichtung und dann gibt es die süße Richtung. Das ist so mehr so bärig und vielleicht auch marillig. Und alles dazwischen. Und darum gibt es halt ein sehr breites Angebot und darum sind auch die Herkunftsländer sehr unterschiedlich. Also wir haben alles von Bolivien oder Äthiopien bis zu Indonesien oder Afrika, halt Kamerun hatten wir vor kurzem. Aber haben die Herkunftsländer, kann man das sagen, dass die Sorten irgendwelche signifikanten Merkmale haben? Oder wären also es gibt ja die zwei großen Robusta und Arabica, genau. Und da leitet sich's ja dann ein wenig ab, oder? Also prinzipiell kann man mal, wie richtig gesagt wurde, in Arabica die Hauptsorte bis zu 60% der Welternte und Robusta so 35% und genaue Zahlen gibt es nicht,
aktuelle der Welternte unterscheiden. Also Arabica wäre die Hauptsorte und die wächst überall auf diesem sogenannten Coffee Belt, also auf diesem Kaffeegürtel, der natürlich klimatisch begünstigt sich eher mehr um den Äquator ansiedelt. Und jedes Land, jede Region, jede Mikroregion, jede Sorte und jede Aufbereitung des Kaffees und auch jede Höhe, wo der Kaffee wächst, beeinflusst den Geschmack, den ich in der Tasse habe. Das heißt aber, ich kann es ein bisschen mit Wein vergleichen. Auf jeden Fall, ja. Also ein Riesling aus der Wachau wird anders schmecken wie ein Riesling aus der Moselgegend in Deutschland. Wein hat nichts miteinander, also im Geschmack nichts miteinander zu tun. Absolut, weil natürlich auch die chemische Zusammensetzung der Böden andere sind. Weil die klimatischen, mikroklimatischen Bedingungen andere sind. Zum Beispiel in Kolumbien wird Kaffee bis auf 2400 Meter hinauf angebaut. Dass in anderen Ländern schon etwas zu kalt wäre, ist in Kolumbien in Ordnung oder auch in Äthiopien. Da ist die Witterung, da sind die klimatischen Voraussetzungen gut für diese Kaffees. Und da muss man sich anschauen, wann entwickelt der Kaffee welche, sagen wir mal, es ist sehr ungefähr, aber man könnte es darauf runterbrechen, dass man sagt, okay, die Höhe beeinflusst die Arabica-Sorte im Bereich der Säuren. Je höher die Pflanze wächst, desto mehr Amplituden gibt es zwischen Tag und Nacht. Und in der Nacht rastet die Pflanze, muss nicht so viel Zucker aufwenden, den sie über die Zellatmung gewinnt, beziehungsweise muss nicht so viel von dem, was sie über die Sonne untertags speichert, loswerden, sondern kann diesen Zucker in ihre Früchte geben. Und die Früchte sind die Kaffeekirschen. Das heißt, ganz ungefähr gesagt könnte man sagen, je höher die Arabica-Pflanze wächst, desto mehr interessante Säuren, Fruchtsäuren können sich entwickeln. Aber kein Produkt, das der Masse schmeckt. Nicht unbedingt ein Produkt, das der Masse schmeckt. Aber das sozusagen dem Kaffee feinspitz. Ja, wobei möglicherweise zusagt, man könnte dann auch sagen, okay, wir haben halt jetzt einen Kaffee mit einer sehr besonderen Zusammensetzung, der dann vielleicht etwas länger geröstet oder von mir aus auch etwas dünkler geröstet, wiederum andere geschmackliche Charakteristika hat. Also eins und eins beim Kaffee ist leider nicht zwei. Es sind sehr viele Faktoren, die das Endprodukt beeinflussen. Und anders als beim Wein ist es beim Kaffee so. Beim Wein ist es so, wenn ich die Flasche vor mir habe, dann ist es gemacht. Ja. Natürlich, ich kann ihn zu früh trinken, ja, wie das in Österreich beim Rotwein öfters passiert, ja, dass der noch vielleicht 3-4 Jahre liegen sollte. Oder ich kann ihn zu kalt oder zu warm trinken. Und ich kann ein falsches oder ein nicht sehr gut geeignetes Glas verwenden, das vielleicht auch noch schmutzig ist. Mehr Fehler kann ich nicht machen. Beim Kaffee, wenn ich jetzt hier meine Kaffeebohnen habe, beginnt erst die Fehlerquellenmöglichkeit wirklich hinaufzuschießen, weil ich kann ihn mit der falschen Temperatur, mit dem falschen Druck, mit der falschen Mahlung, mit unsauberen, also mit schmutzigen, nicht gut gereinigten Gerätschaften zubereiten und kann die beste Bohne hier haben, was auch immer das ist, ja, die beste Bohne hier haben. Und wenn ich die Zubereitung nicht gut mache, dann nutzt mir das alles nichts. Also Kaffee ist eine Potenz schwieriger als Wein, leider. Es klingt danach. Aber was kannst du dann sozusagen dem Kaffeetrinker zu Hause für Tipps geben? Ich meine, es fängt ja schon einmal damit an, wir kommen dann eh nochmal auf die Kaffeesorten und die Röstung zurück, aber wenn ich tatsächlich jetzt den Kaffee, ich habe die Bohne daheim, ich kaufe bei euch ein schönes Produkt und will mir daheim einen guten Kaffee machen, dann fängt es ja schon einmal an, es gibt Filtermaschinen, es gibt Siebträgermaschinen, es gibt Espressomaschinen, es gibt Kapseln werden wir in dem Fall nicht haben, da reden wir dann vielleicht auch noch drüber. Also ich habe schon unterschiedliche Arten der Zubereitung oder eine French Press oder was auch immer. Mahlen muss ich den Kaffee vorher auch, da fängt wahrscheinlich schon auch ein Teil des Geheimnisses an. Also wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass ich aus den Bohnen, die ihr verkauft, die bei euch geröstet werden, das Beste herausholt, damit ihr einen feinen Kaffee habt? Das Wichtigste ist zu wissen, was will ich tun? Wie will ich meinen Kaffee zubereiten? Und da beginnt schon mal die Aufteilung in Espresso, in Filterkaffee, in Schraubkanne. Die meisten Menschen haben wirklich nur am Wochenende Zeit, den Kaffee in einer Art Zeremonie zu genießen, sich vielleicht einen Filterkaffee zuzubereiten oder eine Karlsbaderkanne oder sowas in der Richtung. Und haben unter der Woche, also unter der Arbeitswoche, nicht unbedingt Zeit, sich jetzt wirklich zu involvieren, sondern möchten einfach eine Maschine aufdrehen
auf den Knopf drücken, einen Kaffee bekommen und sie wieder abdrehen. Da ist dann natürlich der Vollautomat klar im Vorteil. Kapsellösungen und diese Sachen, wie gesagt, darüber können wir später reden. Das lasse ich jetzt einmal hier vorbei, weil wir das nicht anbieten zurzeit. Da wäre halt ein Vollautomat, der bedienungseinfach ist, natürlich ideal. In diesem Fall kauft man sich die Bohnen, gibt sie dann hinein und hat dann seinen Kaffee in der Früh, nachdem sich die Maschine etwa 10 Minuten aufheizt. Wenn jetzt die Zeit nicht so ein Faktor ist und wenn man etwas, wie soll ich sagen, sich mehr involvieren will, kann man in Richtung Schraubkanne oder auch in Richtung Filterkaffee gehen und den Kaffee im idealen Fall immer frisch mahlen. Also die frische Mahlung ist das A und O der Kaffeezubereitung. Bei Espresso ist es ganz extrem, wenn man nimmt, dass CO2 ein wichtiger, also Kohlendioxid ein wichtiger Teil der sogenannten Crema ist, also dieser schönen cremigen Schicht auf dem Kaffee drauf, dann weiß man heutzutage, dass zwischen 2 und 10 Milligramm CO2 pro Gramm Arabica vorhanden sind. Diese bleiben in den Bohnen Wochen, vielleicht 3-4 Monate noch relativ gut erhalten. Der Kaffee ist auch nach einem Jahr noch gut, er ist jetzt nicht schlecht, nur er hat CO2 abgebaut und ist deutlich weniger frisch. Also ich wäre im Espresso eine nicht so schöne Crema bekommen. Darum immer, das sagen wir auch unseren Kunden, lieber weniger kaufen, dafür immer frisch und die wunderschöne Crema genießen. Wenn das die Leute heißt aber mit einem gemahlenen Kaffee, genau, das ist der nächste würde ich Punkt. Das einfach nicht zusammenbringen. Wenn man jetzt beim, wir bleiben noch bei der Espresso-Zubereitung, wenn ich eine Espresso-Maschine zu Hause habe, und ich lasse es mir vormalen, was durchaus möglich ist, weil die meisten Leute keine Mühle zu Hause haben oder sich keine anschaffen wollen, dann ist es so, dass das CO2 schon nach Minuten verschwindet. Also man redet davon, dass in 5 Minuten bis zu 50% des CO2s schon verschwunden sind. Das heißt, wenn Sie wirklich einen schönen Espresso machen wollen und eine schlechte Verpackung haben, wir haben eine gute Verpackung, gleich angeführt, dann kann es sein, also wenn Sie den offen am Sauerstoff haben, den Kaffee, dann kann es sein, dass die Creme nicht mehr so schön ist, dass der Kaffee nicht mehr so schön frisch ist. Darum raten wir den Leuten, dass sie sich eine Mühle anschaffen. Oder wenn sie einen Vollautomaten haben, ist das ohnehin vorhanden, weil im Vollautomaten die Mühle ist. Also eine Mühle würde dafür sorgen, dass man halt etwas Zeit braucht, also zwischen 1 und 2 Minuten muss man investieren für einen Kaffee. Unserer Meinung nach eine gute Investition, weil es frisch schmeckt und weil es ein bisschen eine Bewegung ist, ein bisschen eine Belohnung ist, ein bisschen eine Zeremonie ist. Und dann hätte ich, wie gesagt, immer von Espresso gesprochen, eine optimale Zubereitung. Bei Schraubkanne ist es nicht gar so kritisch, da wir da die Crema gar nicht haben. Es besteht die Möglichkeit, mit einer Schraubkanne eine Crema herzustellen. Darüber will ich jetzt nicht reden, weil das ein bisschen gefährlich ist, wenn man... Okay. Nein, gefährliche Dinge, dazu, besprechen wir nicht. es ist möglich, aber wir wollen jetzt nicht drüber reden, das ist Geheimwissen. Ja. Nein, es ist ein Kaffee, der eigentlich ohne Crema entsteht. Da ist es jetzt vielleicht nicht gar so wichtig. Da könnte man dazu sagen, okay, der Kaffee kann ruhig vorgemahlen sein. Und beim Filter auch, wenn ich von klassischen Filterrezepten rede. Wenn ich jetzt von sogenannten modernen Filterkaffees spreche, wo wir über sehr flüchtige, florale und fruchtige Noten sprechen, dann ist es auch hier wichtig, dass der Kaffee kurz vor der Zubereitung frisch gemahlen wird. Also wenn man sagt, was ist das sozusagen der Bottleneck für den guten Kaffee, die frische Mahlung. Das sollte man möglichst in irgendeiner Form rüberkriegen. Und zum Filterkaffee hätte ich jetzt noch eine Frage. Ja. Und zwar, das war ja lange Zeit ein bisschen verpönt. Da hat man ja die Nase gerümpft. Das erinnere ich mich vor noch 10 Jahren. Also war ja nur Espresso und nur Siebträger und Vollautomat natürlich. Aber Filter, mittlerweile hat sich ja das ein wenig gewandelt. Ist ein Unterschied im Filtern von früher und heute? Es ist breiter geworden. Also Filterkaffee ist genauer und breiter geworden. So genauso wie wir bei Espresso die Gramm und die Zehntelgramm messen, machen wir das mittlerweile bei Filterkaffee auch. Früher hat man gerne, das passiert auch heute noch, einen Messlöffel Kaffee irgendwo rausgenommen, in eine durchaus auch gute Filtermaschine reingegeben, auf den Knopf gedrückt und dann ist alles weitere passiert. Heute, wenn man sich wirklich dafür interessiert, wenn man sich wirklich für Filterkaffee-Zubereitung begeistert, dann reden wir über genaue Grammaturen, genaue Hitze, also sprich, welches, mit wie viel Grad übergieße ich. Dann reden wir über Blooming, also dann lassen wir den Kaffee mit dem heißen Wasser ein wenig
zusammenspielen, ein wenig wirken. Da reden wir über, wie viele Eingießer mache ich. Da reden wir über Materialien, wie welche Filtermaterialien nehme ich, welche Gefäße verwende ich, wie lange dauert das Ganze, sprich wiederum die Malung, diese, ganz, ganz wichtig. Und auch diese Durchfließgeschwindigkeit, spielt die auch eine Rolle des Wassers? Genau, die wird eben durch die Malung vor allem entschieden. Okay, durch die Malung entschieden, verstehe. Die Malung auch hier wiederum ganz zentral. Auch hier wichtig, welche Mühle habe ich? Da gibt es auch Unterschiede natürlich, genauso gut, wie ich jetzt mit Autos oder mit Weinen schon manchmal das bekomme, wofür ich zahle, ist natürlich eine ganz, ganz billige Mühle, wie man sie öfter sieht in Haushalten. Also so Gewürzmühlen sind zum Beispiel ganz schlecht. Die zerhacken die Bohnen eigentlich nur, sie häckseln die Bohnen, aber sie kommen nicht auf die Feinheit oder auch auf die Körnung oder auf die Partikelverteilung, die man eigentlich bräuchte. Also das nur angemerkt. Aber das heißt, es Mühle geht schon wichtig. Um eine feine Malung, oder? Beim Filterkaffee würde ich das nicht so unterschreiben. Beim Filterkaffee ist es wichtig, dass ich... Gehen wir mal einen Schritt zurück. Es ist wichtig zu wissen, was will ich. Will ich einen klassischen Filterkaffee, der vielleicht eher mehr nussige Aromen hat, trockene Aromen hat, schokoladige Aromen, vielleicht sogar Bitterstoffe hat, wie es sehr, sehr gerne gewünscht wird, dann schadet es nichts oder dann ist es unproblematischer, wenn man feiner malt. Mhm. Wenn man jetzt diese modernen Fruchtbomben, die anaerob fermentierten, maserierten, wunderbaren Früchtetees, muss man sie fast nennen, zubereiten will, dann ist es notwendig, gröber zu malen. Und zwar um einiges gröber zu malen. Und dann ist auch die Kontaktzeit zwischen Wasser und Kaffee sehr entscheidend. Mhm. Also wenn ich dann über 2-2,5 Minuten gehe, riskiere ich schon, dass ich etwas Bitterstoffe mitbringe, habe dann einen schöneren Körper, also ein dichteres Mundgefühl, aber vielleicht nicht die Säure, die ich möchte. Wie gesagt, wir reden hier bei der Teezubereitung. Richtig, aber wir reden hier wirklich in einer Nische. Also ja, das ist schon die, klar, sehr speziell. Spezifische Geschichte, aber wie gesagt, man könnte jetzt nicht sagen, Filterkaffee sollte man feiner malen. Man würde sagen, man muss die Malung ganz genau auf das anpassen, was man möchte. Jetzt haben wir alle durch. Vollautomat, Filter, Espresso, gut, Espresso. Wir haben Türkisch nicht genannt. Ja, dann bitte. Türkisch ganz, ganz spannend. Türkisch, Griechisch, Arabisch, wie wir es nennen, weil wir da versuchen, sehr ausgleichend zu sein. Eine wichtige, also in unserem Breitengrad nicht so bekannte, aber in östlicheren Gefilden eine sehr wichtige Zubereitung. Wir sind der Meinung, dass wir hier ein sehr gutes Rezept für unsere Mischung haben. Wir nennen sie byzantinische Mischung. Und auch da gibt es verschiedene Rezepte, wie oft ich aufkoche, wie ich, ob ich Zucker dazu gebe oder nicht. Das wird ja, der Kaffee wird im Kupferkännchen aufgekocht. Genau, auf dem Herd aufgekocht. Dann wird Zucker dazugegeben vorher. Wie lange dauert das Aufkochen? Also man sollte nicht ganz kochen. Er sollte gerade vor dem Kochen. Okay, also 80, 90 Grad. Sowas. Und es sollte nicht blubbern. Also es sollte kurz davor gehen. So richtig sieden, aufsteigen. Und dann ist halt die Frage, wie oft man das macht. Sehr oft wird es einfach nur einmal aufgegossen, also aufgekocht und dann schon in die Tasse eingegossen. Da ist die Malung zum Beispiel wichtig. Da muss sie ganz fein sein. Weil es in der Tasse bleibt. Und wenn das zu grob wäre, hätte man dann ein Sandgefühl. Und da muss man auch ein bisschen warten, bis sich das absetzt. Also türkisch, griechisch, arabischer Kaffee ist wirklich eine Zeremonie. Mhm. Und wie gesagt, wir haben hier eine eigene Mischung kreiert, die, wo wir der Meinung sind, dass die wirklich sehr gut dafür passt. Schön. Sehr schön. Jetzt muss ich noch einmal zurückkommen zu den Sorten. Und zwar möchte ich noch einmal zurückkommen auch auf eure Bio- und Fairtrade-Zertifizierung. Mhm. Ihr schaut ja schon darauf, wenn ihr Kaffee kauft, dass das auch fair gehandelt ist. Fahrst du da eigentlich in die Länder hin? Schaut ihr euch das an oder habt ihr da Zwischenhändler? Das wäre schön, gell? Sich so vorstellt, dass man nach Kolumbien fährt mit so einem Zug und im Hintergrund eine Panflötenband mit dem Panama-Hat. Na, leider das gar nicht mehr. Also natürlich, wir fahren in die Länder. Wir schauen uns vor Ort die Farmen an und auch versuchen auch die Farmer, die wir verkaufen, die Kooperativen, die wir verkaufen, zu treffen. Aber das ist jetzt nicht ein Instrumentarium, das ist nicht notwendig. Wir bekommen hier Muster hergeschickt, grüner Kaffees, die uns zum Kauf angeboten werden. Die werden dann probegeröstet und verkostet und dann haben wir eine Referenz.
Wenn wir sagen, okay, diese Referenz schmeckt uns, wir wollen von diesem Kaffee Hausnummer 10 Sack. Mhm. Und dann wird das bestellt, dann wird das gekauft, dann bekommen wir die 10 Sack und dann haben wir immer noch ein Rückstellmuster und können vergleichen, ist das wirklich das, was wir bestellt haben? Ja, passt, okay, danke. So funktioniert das. Und es ist auch wichtig, dass man es hier vor Ort mit dem jeweiligen Wasser testet. Mhm. Wasser ist ja doch so ziemlich das Wichtigste im Kaffee, neben dem Kaffee, weil bis zu zwischen 95% und 99% des Kaffees sind Wasser. Mhm. Darum ganz wichtig, darum die lokalen Wassergegebenheiten ganz wichtig, weil bei uns ist das Wasser radikal anders als in Brasilien oder in Südostasien. Darum ganz wichtig und es ist auch ganz wichtig, sich hier nicht, und das passiert, wenn man in solche Länder fährt, wenn man natürlich als sozialer Mensch sofort mhm. Kontakte schließt. Es ist aber wichtig, dass man diese Dinge, wenn man kriegt Muster von vielen Ländern, dass man diese Dinge sehr neutral bewertet und sagt, okay, was ist für unsere Kunden das Wichtigste, was schmeckt unseren Kunden am besten? Mhm. Unabhängig, ob das jetzt liebe Leute sind oder nicht, es muss trotzdem der Geschmack wichtig sein, das ist Nummer eins. Dann müssen, wie wir schon gesagt haben, die Zertifizierungen stimmen. Also wir bekommen dann natürlich Angebote von Fairtrade, von biozertifizierten Cafés, mhm. auf die wir uns aufgrund der Strenge dieser Systeme verlassen können und müssen. Das heißt, wenn jemand mit einem Fairtrade oder mit einem Bio-Zertifikat daherkommt, kann ich das sofort überprüfen, mhm. in Österreich und auch international, und würde sofort herausfinden, wenn das nicht der Fall wäre. Ich verstehe. Das heißt, da sind wir sehr gut unterwegs. Und da müssen wir jetzt auch nicht vor. Also mir würde auch ganz ehrlich die Fähigkeit fehlen, nach Brasilien zu reisen, einen Farmer oder eine Kooperative mhm. zu besuchen und den jetzt zu checken, ob der wirklich biologisch arbeitet. Mhm. Da fehlen mir einfach auch die Voraussetzungen. Dafür gibt es eben lokale Zertifizierungsstellen, die gehen dorthin, schauen sich an, mhm. gibt es dort Pestizide, gibt es Fungizide, gibt es Insektizide, die sie nicht einsetzen dürfen. Und wenn das der Fall ist, wird er gesperrt. Also so geht das. Sehr gut. Nein, aber eine Reise wäre doch hin und wieder schön, oder? Nein, es passiert auch. Es passiert ja, auch zum aber Beispiel, nicht so regelmäßig. Christian war in Panama ja. letztes Jahr. Das war wunderbar. Also wunderschöne Bilder mitgebracht, tolle Cafés gekostet. Ich bin jetzt schon einige Jahre nicht gefahren aus Kindergründen. Wird auch wieder mal kommen, dass ich in solche schönen Länder fahren darf. Ich habe schon sehr viele gesehen und viele Kaffeeplantagen gesehen. Ist was Tolles. Aber wie gesagt, ursächlich für den Kunden hier, für das, was wir produzieren, für das Produkt ist es nicht wichtig. Und wenn ihr dann diesen Rohkaffee getestet habt, sieht man, ihr röstet den natürlich. Wie sehr unterscheidet sich das von der Kaffeesorte und vom Herkunftsland? Also wie viel Auswirkung hat das auf die Röstung? Wie viele Unterschiede gibt es da? Oder ist das relativ ähnlich immer? Ein Faktor ist das Herkunftsland. Ja. Ein weiterer Faktor ist die Röstung. Ich kann jetzt einen Kaffee aus Südostasien. Man sagt immer, die Kaffees aus Asien haben eher weniger Säure, sind mhm. eher trockener, schokoladiger vielleicht, gegen einen Kaffee aus Afrika. Auch hier sagt man grosso modo, die Afrikaner haben immer mehr Säure, sind mhm. fruchtiger. Und das könnt ihr bei der Röstung berücksichtigen, oder müsst ihr bei der Röstung berücksichtigen? Ich habe jetzt diese Basisinformationen. Das heißt nicht, dass es so sein muss. Es gibt auch sehr fruchtige, mhm. säurehältige Kaffees aus Java und es gibt auch trockenere Kaffees aus Uganda oder Kamerun. Ja? Mhm. Wie gesagt, das ist einmal nur so eine große Sache, wenn man sagt, okay, was weiß ich, ein Blaufränkischer hat immer diese und diese Charakteristika. Mhm. Genauso ist es beim Kaffee. Das wissen wir und das schmecken wir beim Proberösten und dann kann man sagen, okay, wofür wollen wir diese Kaffees? Will ich einen Espresso daraus machen, also sprich einen Kaffee, der vor allem in Espresso-Zubereitung, Schraubkanne, Vollautomat, French Press, mhm. klassisch getrunken wird, also klassisch heißt bei uns immer wenig Frucht, bis keine mhm. Säure, Fruchtsäure, dann weiß ich, okay, dann werde ich mir wahrscheinlich jetzt nicht einen Afrikaner nehmen, wo ich weiß, dass der wie Zitronensaft schmeckt, mhm. sondern da werde ich mir einen anderen Kaffee hernehmen und vielleicht nur ein kleines bisschen von dem Afrikaner hineingeben, um eine Art Säurespitze zu haben, mhm. wenn ich den möchte. Also das eine ist die Herkunft und natürlich die Sorte und weiteres wichtiger Punkt ist dann noch die Aufbereitung. Also man unterscheidet hier in Washed, Semi-Washed und Natural. Und bei den Naturals ist es immer so, dass man mit weniger Säure, mit mehr Körper und trockenerer Charakteristika rechnen kann, während die Washed sind immer etwas säurehältiger, ein bisschen schärfer, genauer, interessant. Und die Jahrgänge werden wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Das ist ja, wird ja nicht jeder Kaffee jedes Jahr gleich sein. So ist es, weil Kaffee natürlich ein Naturprodukt ist und das auch sehr stark von den
jährlich unterschiedlichen Witterungsbedingungen abhängt. Das heißt, wenn jetzt ein Jahr ist, wo aus irgendeinem Grund der Monsun in Indien sehr stark war und sehr viel Niederschlag war, wird das wahrscheinlich den Kaffee beeinflussen, der dann rauskommt. Oder wenn ein Jahr ist, das nicht so starke Regenfälle hat. Also das heißt, das macht es natürlich schon sehr stark aus. Ja. Aber es ist immer ein bisschen anderes. Da müssen wir auch immer testen, müssen immer Qualitätskontrolle machen. Denn es ist nicht jetzt ein Produkt, das immer gleich ist, sondern es kann kleine Unterschiede geben. Und das muss man natürlich auch wissen als Produzent, weil wenn man es übersieht, dann kommt der Kunde zurecht. Sage ich, habe jetzt 10 Jahre lang euren Caruso gekauft und jetzt schmeckt er anders. Oder jetzt habe ich eure Jubiläumsmischung gekauft und sie schmeckt mir jetzt nicht. Bitte, was ist der Grund? Und darum ist es auch wichtig, dass wir das ständig kontrollieren und ständig überwachen, dass das, was erstens neu reinkommt, auch so gut ist wie das, was alt ist. Und auch, dass unsere Röstungen mit den jeweiligen, wie du sagst, Jahrgängen übereinstimmen. Jahrgänge wie beim Wein, da sind wir noch weit davon entfernt. Ja, es wäre möglich, man könnte den Kaffee einfrieren, sodass man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen 2010er, der ist im Jahr 2010 geerntet worden, aber war jetzt dann aus irgendeinem Grund 9 Jahre kryokonserviert und jetzt habe ich ihn wieder aufgetaut. Weil die Haltbarkeit einfach nicht gegeben ist. Die Haltbarkeit ist im grünen Kaffee länger als im gerösteten, aber trotzdem nicht unbeschränkt. Also es kommt auf den individuellen Kaffee an, aber zwischen 1 und 3 Jahre ist schon... Okay, und dann ist vorbei. Dann wird's, dann wird er älter. Mhm. Er wird trockener, das heißt, er verliert Feuchtigkeit, ist dann auch beim Rösten anders, weil er natürlich die Feuchtigkeit vielleicht auch fehlt. Das heißt, man muss vorsichtiger sein mit der Hitze, man kann ihm nicht so viel Hitze geben, weil sonst verbrennt er sehr schnell. Also das Ganze ist ein Spiel mit sehr vielen Variablen. Das, was man einfach hier sieht, dieses wunderbare Genussprodukt, ja, diese schöne Materie, Kaffee, das, was dahinter steckt, sowohl bei uns, dem Röster, als auch schon in den Anbauländern noch viel vor uns, das sieht man nicht als Konsument, der sich damit nicht beschäftigt. Aber so viel kann ich sagen, bitte mir dazu vertrauen, es ist viel Arbeit. Da habe ich keinen Zweifel daran und ich glaube, das ist auch der Unterschied, sage ich jetzt, zu einem Kaffee, der halt ein Industrieprodukt ist, da wird man halt nicht so fein nuanciert auf alles eingehen können und das Ausgangsprodukt wird möglicherweise oder wahrscheinlich auch nicht diese Qualität haben. Weil hier der Preis vor allem der Motivator ist. Industriekaffee wird halt in großen, großen Mengen hergestellt. Das heißt, ich nehme mir nicht, wie was es sich bei unseren Biosorten jetzt handgepflückte Kaffees, sondern das sind halt maschinengepflückte Sorten. Und die Maschine fährt durch, zum Beispiel in Brasilien, fährt durch die, man muss sich das vorstellen wie bei den Weinzeilen, ja, fährt durch die Kaffeezeilen durch, reißt alles runter vom Strauch, schaut nicht die Maschine selbst, ob das jetzt grün ist oder ob das verfault ist oder ob das reif ist. Natürlich gibt es Sortieranlagen, das kommt dann immer darauf an, wie teuer ist der Kaffee, ob sie diese Anlagen auch wirklich haben oder sie einschalten. Ja. Nur, das heißt, wenn ich, ist von vornherein schon verunreinigt. So wenn ich jetzt einen Kaffee um 3, 4, 5, 6 Euro das Kilo, was für uns nicht möglich ist, als Qualitätsproduzent, ist nicht möglich, ja, das herzustellen und davon zu leben. Wenn ich das als Industrieproduzent abliefern möchte, aus welchen Gründen auch immer, weil halt das gekauft wird, dann muss schon das Rohprodukt sehr, sehr billig sein. Ja, und damit meine ich wirklich, damit man den Preis auch qualitativ schlecht. Ja, und dann ist halt, es wird nicht viel besser. Also wenn ich mit einem nicht so tollen Rohprodukt komme, wird es durch die Schockröstung in 2, 3 Minuten auch nicht unbedingt besser. Ja, ich kann, wenn ich dann noch sehr schlau bin und irgendwie das Ganze karamellisiere und mit Wasser ablösche und irgendwas das dazu sind die Tricksereien, kann ich ein bisschen was tricksen und ich kann das ein bisschen unscharf machen und es fällt vielleicht auch vielen Leuten gar nicht auf. Aber mir blutet das Herz und jeden, der sich mit Kaffee beschäftigt, wenn er sowas sieht, weil wir sagen immer, lieber ein bisschen weniger dafür was Besseres und lieber etwas, was auch wiederum das Wort nachhaltig ist, was auch in 10 Jahren noch funktionieren kann. Weil Kaffee wirklich in Raubbau zu produzieren, das wird es irgendwann eh schon nicht mehr geben. Ja, und vor allem, das ist wirklich nicht nachhaltig. Also das ist nicht nachhaltig und das ist auch, wird auch nicht ewig lang weitergehen können. Man sieht, den klimatischen Wandel, den wir unterlegen sind, wird auch vor dem Kaffee nicht halt machen. Und das billiger wird es nicht. Okay. Ja. Ich würde gerne von dir wissen,
Und zwar, das ist etwas, was man immer wieder hört in Wien. Alle lieben das Kaffeehaus, viele als verlängertes Wohnzimmer, aber alle schimpfen über ein Kaffee im Kaffeehaus. Also im klassischen Wiener Kaffeehaus. Ja. Was machen die Kaffeehäuser falsch? Ich glaube gar nicht, dass sie so viel falsch machen. Ich glaube, man muss etwas mehr wissen darüber, um es zu verstehen. Ob man es dann toleriert oder nicht, steht auf einem anderen Zettel. Warum ist es so, dass wenn man diese wunderschönen Kaffeehäuser, zum Beispiel in Wien, aber auch in anderen Städten geht, man verzaubert ist vom Ambiente, vom Flair, aber dann meistens enttäuscht ist, wenn die Tasse daherkommt. Weil gerade in Wien es so ist, dass man in ein Kaffeehaus ja nicht geht für 2 Minuten wie in Italien, wo es dann der Kaffee 1 Euro kostet. Ja. Sul Bar geht schon, der setzt sich nicht hin, der kriegt den Kaffee, da ist der Euro, trinkt den Kaffee oder sogar 80 Cent ja, in Sizilien, trinkt den Kaffee und geht wieder. Sondern der Gast sitzt 2, 3, 4 Stunden dort, konsumiert den einen Kaffee und liest Zeitungen und versitzt den Platz. Das heißt, der Platz dreht sich nicht. Das heißt, wenn ich jetzt wahrscheinlich relativ günstige Mieten habe, aber doch Personal bezahlen muss, und es ist teuer bei uns, und es sollen ja auch Leute da sein, die den österreichischen Arbeitsgesetzen entsprechend nicht nur entlohnt werden, sondern auch ihre Pausen machen, dann kann das ja kein Sklavenbetrieb sein. Das heißt, diese Leute müssen auch eine faire Entlohnung bekommen und müssen auch den Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Das heißt, ein Kaffeehaus wird sich nur dann wirklich rechnen, wenn der Umsatz dementsprechend ist. Wenn ich aber jetzt viele Leute habe, die sich das nur anschauen kommen und halt einmal alibihalber was bestellen, dann muss ich halt auf der anderen Seite, so ist die Denke von diesen Leuten, überall maximieren, wo ich kann. Und dann wird halt bei den Mengen gespart. Dann wird bei den Kaffees gespart, die verwendet werden. Da kommt es immer drauf an. Wie gesagt, man kann das natürlich nicht über den Kamm scheren. Es gibt auch sehr gute Beispiele unter den klassischen Kaffeehäusern. Zum Beispiel Café Goldeck, ein altes, wunderschönes Kaffeehaus, hat einen tollen Kaffee. Nicht nur, weil er von uns ist, sondern weil sie sich auch wirklich da interessieren und an der Zubereitung immer arbeiten. Schönes Wiener Café im 4. Bezirk. Genau, nein, also wie gesagt, es gibt ganz, ganz tolle Beispiele. Es ist nur allgemein so, was du gesagt hast, wir hören das sehr, sehr oft. Die Leute kommen rein und sagen, warum ist das so? Ich gehe in ein wunderschönes Kaffeehaus, es ist so schön, die Architektur ist so schön, aber der Kaffee schmeckt wie lauwarmes Wasser, sage ich. Naja, weil hier trinkt man Mineral. Genau, weil hier eben der Versuch gemacht wird, dass es sich trotzdem irgendwie rechnet. Ja? Und das vielleicht also sogar es geht ums abhört. Liebe Geld. Es geht leider ums liebe Geld, darum einen kleinen Tick Verständnis für die Leute. Ich bin nur der Meinung, und viele, die in der Kaffeebranche sind, man könnte das mit einer grundlegenden Überarbeitung in der Philosophie genauso beides haben. Man könnte, wie man im Englischen sagt, to have a cake and to eat it too. Ja? Also man könnte sowohl Geld machen, als auch die Leute dort sitzen lassen. Das führt jetzt zu weit, aber ich glaube, das ist der Grund. Man muss einfach schauen, diese Häuser sind sehr alt, die müssen irgendwie überleben. Aber zum Schluss muss ich das auch sagen, ist keine Ausrede dafür, dass der Kaffee schlecht ist. Aber es ist halt so. Und manchmal schaut man sich es einfach gern an und wie du sagst, trinkt man halt lieber Mineralwasser. Schaut, aber das ist halt so. Und jedes alte, klassische Wiener Kaffeehaus ist aufgerufen, zu uns zu kommen. Und wir werden uns wirklich bemühen, ihnen den Zauber von vergangenen Tagen durch den Kaffee zurückzugeben. Na, sehr schön. Das bringt mich gleich zu einem anderen Kaffee, über den wir eingangs gesprochen haben, und zwar die Nespresso oder sonstigen Kapseln. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, es gibt ja unzählige. Die nämlich im Gegensatz zum Kaffee, den man überall kriegt, eigentlich sehr teuer sind, aber das war das volle oder ist immer noch ein Erfolgsmodell. Ist ein Erfolgsmodell. Siehst du die Qualität? Ist kopiert. Qualität ist in dem Fall jetzt nicht das Hauptargument. Das Hauptargument ist die wunderschöne Convenience. Also genau, es ist praktisch. Einfach. Es ist schnell, es ist praktisch. Ich habe eine Maschine, die kostet sehr, sehr wenig. Und dadurch sind die Kapseln natürlich sehr teuer. Die werfe ich ein. Faszinierend gemacht mit dem Farbcode übrigens. Ja. Also die Marketingmaschinerie, die dahinter steckt. Ja, die ist top, das finde ich auch. Die Technologie, die dahinter steckt, das zu machen, dass man mit einer sehr geringen Grammmenge und in einer Kapsel sind nicht mehr als 5,5 Gramm Kaffee, trotzdem eine Crema zusammenbringt. Alle diese Sachen, finde ich, verdienen sich zumindest Respekt. Dass ich es vom Umweltgedanken, und da können Sie sagen, wie viel Sie wiederverwerten, noch und nöcher, es ist trotzdem ein Ressourcenaufwand, es ist trotzdem ein Rohstoffverbrauch, auch wenn Sie es wiederverwerten, es wird hier viel
gemacht, aber es steht natürlich unter dem Gesichtspunkt, es geht schnell, es ist praktisch. Mhm. Und daher vom Produkt her, von der Entwicklung her, eine technische Leistung, die man Respekt zollen muss. Von der Kaffeequalität, da will ich jetzt nicht einen herausgreifen, sondern will ich vielleicht ein bisschen, ich glaube, da habe ich das Recht, nach mehr als einem Jahrzehnt in dem Bereich zu sagen, okay, qualitativ kann es natürlich jetzt nicht an einen frischen Bohnenkaffee herankommen. Das muss mir klar sein als Konsument, wenn ich das kaufe. Es muss mir auch klar sein, dass es von der Ressourcenaufwendung nicht mehr zeitgemäß ist. Wenn es nicht anders geht, dann ist es halt so. Wir haben sogar im Angebot Kapseln, die man sich selber stopfen kann. Okay. Ja, die kann man wiederverwerten, also da kann man hier gemahlenen Kaffee kaufen und diese Kapseln dann wirklich sich selber anfertigen. Ist natürlich eine Botzerei. Ist möglich. Leute? Ja, wird gekauft. Ja. Es ist halt versucht, die Gegenrichtung zu sagen, nein, wir werfen nicht alles weg, wir verwenden die Kapseln wieder und wieder und stopfen uns den Kaffee selber wie eine Pfeife. Ist eine Möglichkeit. Ich glaube, dass sozusagen auch das Thema Nachhaltigkeit, sage ich, Klimaschutz immer ja, wichtiger wird und Einzelnen immer wichtiger wird, dass das sicher für diese ganzen Kapseln auch ein Problem ist. Also es ist nicht mehr zeitgemäß. Vor 10 Jahren war die Zeit noch eine andere. So ist es, da war das natürlich cool und irgendwie, die Läden sind natürlich toll gemacht, das ist alles sehr schön, aber der Trend geht, glaube ich oder hoffe ich, ein bisschen zumindest in eine andere Richtung. Ja, also wir sind der Meinung, dass das frischer Bohnenkaffee durch nichts zu ersetzen ist, durch keinen technischen Kunstkniff. Wenn es nicht anders möglich ist aus irgendeinem Grund, dann sei es so, da können wir jetzt auch nichts dagegen machen. Es gibt auch in diesem Bereich, sei es auch noch gesagt, den Versuch, Kapseln zu erzeugen, die abbaubar sind. Auch hier muss man in Klammer anführen, wenn sie 3 Monate lang luftdicht abgeschlossen in einem gewissen Humus liegen, dann werden sie zersetzt, sonst nicht. Also wenn man jetzt auf die Straßen liegt, wird nicht in einer Woche plötzlich Erde draus, ja? Sondern es bleiben einfach Kapseln. Aber es ist auch hier die Möglichkeit, etwas mehr zu tun. Aber wenn ich so vermessen sein darf, zu sagen, jeder, der mal hierher kommt zu uns und sich ein bisschen verführen lässt in die Materie des Kaffees und dann noch immer eine Kapsellösung möchte, dem sei sie gegönnt, aber ich glaube, da könnten wir schon. Na gut, der Erfolg gibt euch ja recht, weil ihr wächst ja, oder? Ja. Und ihr produziert ja auch seit einigen Jahren nicht mehr hier in der Schleifnergasse, ja, sondern ihr seid in Liesing? Wir sind in Liesing im 23. Bezirk, ja. Das hat sehr klare Gründe, weil wir einfach zu groß geworden sind, als dass wir das hier noch machen können. Das Geschäftslokal ist jetzt nicht klein, aber man könnte jetzt hier nicht einen Betrieb unterbringen, der um die 180 bis 200 Tonnen im Jahr Kaffee produziert, das wäre nicht möglich und das wäre alles voller Kaffeesäcke. Es war schon in den letzten Jahren, so 2012, 2013, wie wir noch hier geröstet haben, so, dass man sich kaum mehr bewegen konnte vor Kaffeesäcken. Ja, das ist klar, weil ich kenne jetzt nicht alle Räumlichkeiten, aber so groß ist es dann auch wieder nicht. Das hatte eine Zeit lang seinen Charme, aber mittlerweile sind wir dann doch einen Schritt weiter gegangen, nachdem wir auch Bioproduzent sind und HACCP Zukunftskonzept fahren, ist es auch so, dass es notwendig ist, genau zu schauen, dass nicht Leute plötzlich in den Produktionsraum kommen und in die Bohnen greifen und solche Dinge. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Es ist auch ganz, ganz sicher so. Und es ist natürlich auch viel schöner, weil man kann hier reinkommen und muss nicht den Lärm einer Kaffeeproduktion ertragen, der ja doch nervig ist, und kann sich einfach hersetzen und Kaffee kosten. Ja, super, sehr gut. Es gibt dann noch, weil wir gerade vorher vom Umweltthema gesprochen haben, die Coffee to go. Ist jetzt in Wien, glaube ich, nicht so extrem verbreitet wie in Berlin oder anderen Städten. Das Müllproblem ist dann natürlich auch ein evidentes, aber abgesehen davon schießen ja wahnsinnig viele so kleine Mini-Röstereien aus dem Boden, die so einen Cafeteria dabei haben. Wie ist da die Qualität, wenn du das so ein bisschen beobachtest? Und ihr beobachtet es doch, nehme ich an, doch sicher. Machen die das gut? Also ja, ganz kurz noch zu den To-Go-Bechern. Das kommt aus Amerika. Klar. Es kommt auch vieles Gutes aus Amerika. Nein, klar, aber es ist jetzt auch nicht automatisch schlecht, einen To-Go-Becher zu haben.
besser ist es, wenn man einen recycelbaren hat. Mhm. Und auch da, und das würde jetzt auch wiederum dieses Ding sprengen, muss man sich genau anschauen, ab wann macht das wirklich Sinn, die Produktion eines Bechers, wie oft muss ich ihn wirklich verwenden. Genauso ist die Papiertragtasche auch nur dann sinnvoll, wenn ich sie nicht nur einmal verwende, sondern mindestens 10-mal. Also das sind schon noch etwas komplexere Thematiken dahinter. Prinzipiell vom To-Go her, wir bieten es an, versuchen trotzdem immer zu schauen, ob die Leute nicht trotzdem das gerne im schönen, warmen Porzellan haben und sich diese 5 Minuten ihrer Zeit nehmen. Bei manchen, die wollen das einfach dann über den Tag verteilt trinken, das ist auch okay. Das tun wir natürlich auch. Zu den vielen, vielen Kleinröstern, die in der letzten Zeit, in den letzten Jahren auf den Plan gekommen sind. Jeder hat so irgendwo den Traum der Verwirklichung seiner Wünsche im Leben. Jeder versucht selber für sich seine Nische zu finden. Ob jetzt als Kaffeeröster, als Craft-Biermacher, als Bagel-Produzent oder als Burger-Produzent. Viele, viele Ansätze gibt es, wo sich die Leute dann verwirklichen in den Nischen, und das ist eigentlich eine Art neues Unternehmertum. Das ist eigentlich was sehr, sehr Positives. Das gab es früher auch schon mal. Es gab ja früher fast in jedem Kaffeehaus eine eigene Röstmaschine, wo sie dann ihren eigenen Kaffee geröstet haben. Das hat sich dann wiederum geändert. Dann gab es industrielle Standards, dann haben sich dann viele gedacht, okay, das machen wir nicht, wir kaufen es da, ist viel einfacher. Wie in vielen Lebensmittelbranchen. So ist es. Und das hat sich dann eben überlebt. Dann gab es, wie sehr oft im Leben, diese Zyklen. Also es waren einmal viele, dann sind es wieder weniger, jetzt sind es wieder viele. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Zyklus dann dazu kommt, dass es wieder weniger gibt, nur auch hier ist es halt so, da gibt es diese Füchse- und Hasen-Simulation am Computer, waren eine der ersten Simulationen, die wir in EDV, hat das damals noch geheißen, gemacht haben. Zu viele Füchse und es gibt bald keine Hasen mehr. Zu viele Hasen und die Füchse werden mehr. Es ist nicht eine Sache, die unendlich ausschöpfbar ist. Ja? Also irgendwo gibt es dann auch einen natürlichen Stopp. Es wird auch ein Break-Even geben, weil genau, ich muss eine gewisse Menge auch verkaufen, so ist es, um davon leben zu können. Das ist halt das, was einem niemand sagt, wenn man beginnt, ist, es ist nicht unbedingt was, womit man reich wird. Also es sei denn, ich habe jetzt hier wirklich ein Kaffeehaus angeschlossen und ich schaffe es mir in irgendeiner Form, die Umgebung wirklich hineinzuholen, dass die Tür nicht zugeht. Mhm. Ja, dann schon. Aber ist das immer der Fall, und ich will niemanden seinen Lebenstraum abspenstig machen, Gottes Willen, ja gerade Röster, wunderbar, und Leute, die sich mit Kaffee beschäftigen, wunderbar für mich, wunderbar zum Fachsimpeln. Es ist ein schöner Aspekt, weil ihr auch seht, dass das Thema breiter wird, Das oder? Thema wird breiter, das ist prinzipiell gut für alle. Wie gesagt, nur irgendwann ist dann der Punkt wahrscheinlich erreicht, wo mehr und mehr und mehr nicht mehr möglich ist. Das sage ich aber schon seit 5 Jahren. Also vielleicht sage ich es nach 5 Jahren. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zum Kulinarischen, zum Abschluss. Mhm. Was trinkst du denn außer Kaffee noch? Tee, wobei der doch sehr stark untergeordnet ist. Also ich kenne Leute in Taiwan, die eine Plantage haben, die sehr guten Oolong-Tee herstellen. Also Dongding und den Tie Guanshan, wie die alle heißen. Wunderbare Teesorten, die mit Kaffee oder mit gewissen Aspekten der Kaffeezubereitung genauso gemein haben, dass man da sehr genau sein muss. Also da gibt es halt dann 30 Sekunden Aufbrühzeit und beim 5. Aufguss sind es dann schon 50 Sekunden. Das ist auch ein sehr weitläufiges Feld, das ich mir überhaupt nicht anmaße, in irgendeiner Form zu beherrschen. Aber wenn die Frage kommt, was trinke ich noch, ist am ehesten noch Tee. Okay. Sonst eigentlich keinen Alkohol. Wohl, wir haben einen Whisky Club, einen Single Malt. Whisky Club auf Austria, der sich mit Single Malts vor allem beschäftigt. Ja, passt sehr gut, nur da geht es für mich als Sensoriker vor allem um die Nase, also vor allem um die olfaktorische Geschichte. Trinken tue ich es nur ganz in Pipettenmengen. Also, na, eigentlich nicht. Für mich ist Kaffee Nummer 1 und dann kommt einmal lang nichts und dann ein bisschen Tee. Sehr gut. Und wenn es ums Essen geht, also man kann natürlich auch zum Kaffee essen, aber ich stelle das allen meinen Interviewpartnern gern diese Frage: Was isst du gerne? Was ist dein Lieblingsgericht? Womit macht man deinem Gaumen eine Freude, wenn er keinen Kaffee kriegt? Das hat sich auch sehr stark gewandelt. Ja. Wenn das noch früher, vor, was weiß ich, 10 Jahren noch sehr
brachiale Gerichte waren, ja, wie, was weiß ich, irgendwelche Trüffelspaghetti oder so oder irgendwelche Beiried und Hochrippen und so, und sich das dann vielleicht in den Jahren so Richtung molekular verändert hat, ist es mittlerweile einfach gute, nachhaltig nachhaltig produzierten Geschichten, die vielleicht aus dem unmittelbaren Umkreis kommen, wo jemand einen Gemüsegarten hat oder jemand in Wien Glashäuser hat, der halt sehr gutes Gemüse hat, lokale Dinge auf hohem Niveau gekocht für einen selber. Also das hat sich sehr stark gewandelt. Nichts Spezielles, wo du sagst, das ist ein Gericht, für das lasse ich alles stehen. Nein, nein, das wär auch im Café bei mir nicht möglich, weil das hat einfach so viele Facetten, und wenn man sich dann halt sagt, okay, ich will nur mehr das oder ich will unbedingt das, dann ist nicht immer, aber so ist so ein ja, etwas, was man halt besonders... Also ich mag Käse sehr gern, ja. Okay. Käse und Kaffee ist jetzt keine Kombination. Also nein, überhaupt nicht. Ich bin auch der Meinung, dass also Kaffee existiert für sich selbst sehr stark. Also jetzt, wir haben das auch mal versucht, natürlich Kaffeebegleitung zu essen. Ja, ich spüre es nicht. Ja. Es geht, man kann, aber es ist halt ein warmes Getränk, das halt sich auch verändert. Und daneben ein Essen, das auch sich vielleicht verändert, zu setzen, ich glaube, das ist zu viel. Ich glaube, wenn man gutes Essen hat und danach einen guten Kaffee hat, ist es perfekt. Der Kaffee ist ein Solist. Genau, ich würde sagen, der existiert für sich selbst. Er braucht kein Begleiter sein und kann sich einfach sehr gut selber wehren. Wunderbar. Dann sage ich herzlichen Dank, Oliver, für das Gespräch. Viel gelernt über Kaffee. Und na, war super. Danke dir. Danke auch. Das war das Küchengespräch für heute. Und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.